Hat es auch schon Klick gemacht? Aha. Die Größe ist super. Hallo, ich zeige euch heute, wie man mit dem Cisco Webex Desk Pro das Thema Homeoffice neu denken kann. In diesem Paket verbirgt sich der Desk Pro und ich bin gespannt, wie das Design ist, welche Features er hat und wie ich die Produktivität in meinem Homeoffice damit erhöhen kann. Schauen wir mal ins Paket rein. Da ist ja der schöne Desk Pro. Das packe ich erstmal weg. Hier haben wir also die ganzen Anschlüsse, USB, HDMI, Ethernet und auch den Stromanschluss. So, dann machen wir jetzt einmal den Standfuß dran. Ich glaube, der ist in dem Karton. Ja. Sehr schön. Der kommt so dran. Da hat es auch schon Klick gemacht. Gefällt mir persönlich sehr gut, vor allem vom Kabelmanagement her. Zu Hause kennt man das ja, überall fliegen die Kabel rum und jetzt kann man alles ganz geordnet hier durchmachen, die Klappe drauf und schon sieht man das alles nicht mehr. So, dann stellen wir den guten Desk Pro doch mal auf. Oh. Es gefällt mir echt sehr gut. Vor allem die Größe ist super. Hier unten hat man die Lautsprecher, die sehen total hochwertig aus. Und ich sehe auch gerade hier oben ist eine mechanische Kameraabdeckung. Das heißt, ich kann einfach jederzeit die Webcam zumachen. Also fühlt sich auch sehr gut an, muss ich sagen. Sehr hochwertig, gefällt mir. Und um den Desk Pro nun noch ausprobieren zu können, müssen wir ihn noch an den Strom anschließen. Deswegen schauen wir jetzt in die Zubehörbox rein. Sind auf jeden Fall eine Menge mitgelieferte Kabel dabei. Und noch der Eingabestift fürs Display. So, da haben wir den Stift, das USB-C-Kabel, ein HDMI-Kabel, ein LAN-Kabel und auch noch das Netzteil. Und das werden wir jetzt mal anschließen. Und hier haben wir den Power-Button, einen weiteren USB-Port und einen Anschluss für die Kopfhörer. Und wir schalten den Desk Pro jetzt einfach mal an. So, eingeschaltet sieht das 4K-Display natürlich noch viel besser aus. Was mir hier besonders gefällt, ist, dass ich normalerweise im Homeoffice eben noch externe Boxen habe, eine Webcam und auch noch ein externes Mikro. Und jetzt habe ich alles in einem Gerät. Bevor wir loslegen, richte ich uns den Desk Pro schnell ein. Also, ich habe mir jetzt schon mal einen ersten Eindruck verschaffen können. Es war auf jeden Fall super einfach zu bedienen, intuitiv und übersichtlich. Und ich nehme euch jetzt mal mit in meinen ersten Videoanruf. Wir rufen jetzt mal den Martin an. Ich habe meine Kamera noch gar nicht angemacht. So. Hi. Hallo Martin. So, jetzt sieht man hier oben auch mein eigenes Bild. Aber es gefällt mir noch nicht so gut mit dem Hintergrund. Deswegen nehmen wir mal einen anderen. Sowas zum Beispiel. Und weil es hier im Hintergrund ein bisschen lauter ist, möchte ich noch die Geräuschunterdrückung anschalten. Das geht dann hier oben. Mit einem Tastendruck dürfte Martin eigentlich nichts mehr aus dem Hintergrund hören. Jetzt möchten wir die Kollaborationsfunktion ausprobieren. Und zwar ist das das Whiteboard. Da kann dann sowohl ich was schreiben, aber eben auch Martin was ergänzen. Und wir können zusammen arbeiten. So. Martin, kannst du das sehen? Ah. Sehr schön. Prima. Wenn das fertig ist, kann man das hier unten einfach abspeichern und die Freigabe beenden. Das finde ich super. Also gerade wenn man im Team zusammenarbeitet mit mehreren, auch in der Konferenz, ist es super praktisch.
Ein weiteres cooles Feature ist auch, dass man den Stift ganz einfach an die Seite machen kann. Was praktisch ist, wenn man zum Beispiel im Stehen arbeiten möchte. Und die Kamera stellt sich zum Beispiel automatisch mit ein, kann aber auch im Sitzen weiterarbeiten und die Kamera geht wieder runter. Zusammenfassend kann ich sagen, dass all die Features, die ich euch gerade vorgestellt habe, die Videocalls zu Hause auf ein ganz neues Level bringen. Martin, du benutzt ja die Desk Pro schon länger. Was ist denn dein Lieblingsfeature? Ja, was ich richtig gut finde, ist die 4K-Auflösung von dem Monitor. Das kann ich dann als Videoconferencing-Monitor verwenden oder auch als externen Monitor für mein Notebook und habe da immer die beste Auflösung. Das ist echt gut. Ach cool, dann probiere ich das auch einfach mal aus. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit meinen Laptop geholt und schließe den mit dem USB-C-Kabel an das Desk Pro an. Das hat schon mal super funktioniert. Das heißt, ich kann den 27-Zoll-Monitor jetzt einfach als zweiten Bildschirm benutzen und noch produktiver weiterarbeiten. Ich probiere jetzt hier noch ein bisschen weiter und vielen Dank euch fürs Zuschauen. Solltet ihr Fragen haben, schreibt das doch gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr mehr von PlayStyle sehen wollt, abonniert unseren Kanal.